den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin über eine Freundschaft zurückerobern. Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Schau dir dieses Video wirklich bis zum Ende an, wenn du eine Antwort auf diese Frage suchst und vielleicht selbst auch in der Situation bist, dass dein Ex-Partner oder dein Ex-Partnerin dir gerade eine Freundschaft anbietet. Gibt es überhaupt die sogenannte Freundschaftsfalle, die sogenannte Freundschaftsschiene? Und wenn du dich dafür entschließt, mit einer Freundschaft zu arbeiten, was musst du dann unbedingt beachten? Was ist ganz, ganz wichtig? Du bekommst hier einen ganz genauen Punkteplan, in dem ich dir Stück für Stück zeige, was bei Freundschaften ganz entscheidend ist, wobei ich dir am Ende des Videos auch noch etwas ganz Besonderes mitgeben werde. Also schau dir das alles wirklich bis zum Ende an. Ich werde dir zeigen, warum die meisten Rückeroberungen über die Freundschaftsschiene nicht funktionieren, aber warum eine Freundschaft ein unglaublich gutes Tool sein kann, um eine Rückeroberung am Ende auch zu meistern. Und wieso eine Freundschaft in den meisten Fällen sogar ein extrem starker Impulsgeber, Trigger für Persönlichkeitsentwicklung sein kann. Dabei werde ich dir in diesem Video alles Punkt für Punkt erklären, sodass du mitschreiben kannst, dir Stichpunkte machen kannst. Also schau dir dieses Video jetzt wirklich bis zum Ende an. Es wird dir sehr, 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 sehr weiterhelfen. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin dir eine Freundschaft vorgeschlagen hat und gesagt hat, hey, lass uns doch erstmal Freunde bleiben und es auf diesem Wege probieren. Gerade nach toxischen Beziehungen, wenn man sich selbst falsch und toxisch verhalten hat, kommt sowas relativ häufig vor. Aber auch, wenn man sich zu anhänglich verhalten hat. Natürlich gibt es noch unendlich viele weitere Situationen. In dir ist die Frage, ich möchte diesen Menschen zurück, ich liebe diesen Menschen. Ist es da vielleicht sinnvoll, wirklich über die Freundschaft zu versuchen, in eine Rückeroberung reinzugehen? Mit dieser Fragestellung werde ich dich jetzt in diesem Video konfrontieren. Gerade wenn dieses Thema dich besonders beschäftigt. Und da kommen wir auch gleich zum allerersten ganz wichtigen Punkt. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es so etwas wie eine Freundschaftsfalle nicht gibt. Davon bin ich zu 100% überzeugt, auch nach vielen Coachings, die ich bisher gegeben habe. Es existiert keine Freundschaftsfalle, sondern meist eine ganz andere Problematik. Die Problematik, dass wir uns viel zu anhänglich verhalten und dass wir eine Freundschaft eingehen aus Angst, den anderen zu verlieren, aus dieser Neediness heraus, aus dieser Anhänglichkeit heraus. Und genau da funktioniert es dann nicht mehr, weil die Anziehung in vielen Fällen verloren geht. Also die Freundschaft an sich ist gar nicht das Problem, sondern du in deinem Verhalten, in diesem anhänglichen Verhalten, bist viel eher das Problem. Zu sagen, eine Frau oder ein Mann würde eine Freundschaftsentscheidung nie wieder revidieren, ist nicht richtig. Sie würde nie wieder revidieren, erneut mit jemandem in eine Beziehung zu gehen, der sich extrem verlustängstlich und anhänglich verhält und vielleicht auch aus dieser Anhänglichkeit heraus in eine Freundschaft reingehen möchte. Aus der Angst heraus, den anderen zu verlieren. Aus der Angst vor Einsamkeit, die vielleicht arbeitet. Aus der Angst vor Abweisung und so weiter. Und hier nochmal eine Grafik, wo ich eine Umfrage gemacht habe, wie viele Menschen eigentlich Verlustangstthemen haben und bei Rückeroberungen die Problematik haben, dass sie viel zu sehr hinterherrennen, zeigt eben deutlich, dass eben hier ein Großteil des Problems liegt. Dass die meisten einfach extrem hinterherrennen und aus dieser Angst heraus in eine Freundschaft reingehen. Und genau das macht an den Rückeroberungen sehr viel kaputt. Nicht die Freundschaft ist das Problem, sondern die Angst, so die Verlustangst, das Hinterherrennen, die Anhänglichkeit und vor allem das, was du damit ausstrahlst, was du auf dein Gegenüber überträgst. Heißt also, und damit kommen wir zu Punkt 2, eine Freundschaft macht Sinn, aber immer unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn du es schaffst, in dieser Freundschaft reinzukommen, auf der Grundlage,
dass du den Ex oder die Ex nicht mehr brauchst für dein persönliches Glück, dass du wirklich unabhängig bist von ihm oder ihr. Wenn du es schaffst, in diese Freundschaft reinzugehen und es dir am Ende wegen deiner Persönlichkeitsentwicklung egal ist, ob die Beziehung wieder wird oder nicht wird, obwohl du den Ex und die Ex-Partnerin noch liebst, und das geht, das funktioniert. Das ist echte Persönlichkeitsentwicklung, auch gleichzeitig die größte Herausforderung, dieses Momentum zu erreichen. Du also ein Leben lebst, das dich super glücklich macht und erfüllt und mit dem Ex oder der Ex maximal noch ein bisschen glücklicher machen würde. Du auf dich achtest, nicht Dinge tust für den Ex oder die Ex, sondern für dich tust, ja, da mal reinfühlst, was du da brauchst. Und du es schaffst, dieses Mindset wirklich auf allen Ebenen deines Lebens, ich nenne es mal so, zu manifestieren. Wenn du das schaffst, ja, dann ist eine Freundschaft sehr wohl eine gute Möglichkeit, sich näher zu kommen. Denn es braucht Kontakt, es braucht Nähe im Prozess einer Rückeroberung. Und in vielen Fällen ist sogar die Freundschaft der einzige und letzte noch mögliche Weg, den man gehen kann. Dann hättest du schon mal das richtige Mindset für diese Freundschaft zwischen euch beiden. Ein Mindset, das nicht darauf gepolt ist, ich brauche diese Freundschaft, damit ich dich wiederbekommen kann, sondern ein Mindset, das darauf ausgerichtet ist, ich bin auch ohne dich glücklich und zufrieden und mir geht's gut und ich brauche dich einfach nicht, um glücklich zu sein, weil mein Leben schon so erfüllend ist und ich diese Ängste, dieses Klammern, dieses Hinterherren, dieses sich unbedingt haben müssen, nicht mehr in mir arbeitet. Denn das wird definitiv, wenn du es in die Umsetzung bringst, auf den Kontakt zwischen euch beiden positiv abfärben. Natürlich werden wir ein paar Coaches jetzt aufschreien und sagen, es geht hier nur um Anziehung, Anziehung ist alles und ist alles, was passieren muss. Aber Anziehung, wie ich im vorigen Video schon erklärt habe, ist halt immer individuell. Es gibt keine Faustregel für Anziehung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Doch zu diesem Punkt komme ich gleich, wie du vielleicht mehr individuelle Anziehung aufbauen kannst, die bei deinem Gegenüber auch funktionieren kann. Das erkläre ich im nächsten Punkt. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Punkt. Wie schafft man es denn, in einer Freundschaft zu sein mit einem Menschen, den man eigentlich liebt, ohne dass man diesen Menschen wirklich braucht, haben muss, um glücklich zu sein? Wie kommt man in diese innere Stabilität, Unabhängigkeit, Selbstliebe und in ein Leben, das diese Voraussetzung dir gibt, dass du dein Leben so toll findest, dass du dein Gegenüber nicht mehr brauchst, um dein Leben toll zu finden? Also eine Freundschaft nicht mehr eingehen würdest, um dein Gegenüber zurückzubekommen, sondern maximal eingehst, weil eine Chance darauf nochmal gegeben ist, weil du liebst ja diesen Menschen noch, dass durch die Freundschaft vielleicht doch mal wieder was sich was Engeres entwickeln kann. Aber die Notwendigkeit dafür ist in deinem System nicht mehr da. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. An genau diesem Punkt können Freundschaften extreme Motivatoren zur Persönlichkeitsentwicklung sein. Erst einmal, was meine ich mit Persönlichkeitsentwicklung? Persönlichkeitsentwicklung ist, dass du die Dinge und Muster auflöst, die dein Leben mit Angst zersetzen. Dinge, die zwischen dir und einem glücklichen Leben stehen. Da geht es nicht darum, dass du irgendwelchen Paradigmen folgst, irgendwelche Dinge in die Umsetzung bringst, wo du denkst, die musst du tun oder das musst du sein, sondern immer mehr in deine Intuition findest, sie fühlst, ihr folgst und ein Leben nach dieser Intuition aufbaust. Ein Leben, von dem du am Ende sagen kannst, ich bin jetzt verdammt nochmal richtig glücklich. Und gerade in Beziehung ist dafür der Ex oder die Ex der perfekte Spiegel, wo du mit dir noch nicht glücklich bist. Denn sonst wärst du ja nach der Trennung glücklich. Du bist aber unglücklich aus verschiedenen Gründen. Du brauchst den oder die Ex gerade, um dich glücklicher zu fühlen. Sonst würdest du dieses Video Ex zurück hier einfach nicht anschauen. Und das liegt darin, dass im Hintergrund meistens eben viele Ängste arbeiten. Ängste, die in der Kindheit entstanden sind und auch meist geprägt wurden. Also es ist ja kein Zufall, dass man in der Psychologie, wenn eine Sitzung beginnt, sich hinsetzt und als erstes erfragt, wie war denn deine Kindheit?
ist ganz wichtig, weil dort wird alles geprägt, was später passiert. Wenn zum Beispiel ein Mensch die ganze Zeit andere Menschen um sich herum, die nicht seinem Ideal oder seiner Ideologie entsprechen, nur als Beispiel, da gibt es ja unendlich viele Beispiele, runtermacht und klein macht, dann meistens aus einem Muster aus der eigenen Kindheit, vielleicht weil sich Mama oder Papa genauso verhalten haben oder weil das die Überlebensstrategie als kleines Kind war, um mit einer Situation besser fertig zu werden. Und wenn diese Muster drin sind, wird sich das immer wiederholen. Genauso ist das auch mit Ängsten wie Verlustangst, Angst vor Einsamkeit, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden. Der Vorteil einer Freundschaft bestünde nun darin, dass über dir immer wieder, vor allem auch durch Kontakt, all diese Ängste und Themen in dir spiegelt, sozusagen triggert. Und jetzt kommt der wichtige Knackpunkt. Wir können eine Angst in uns nur auflösen, indem wir durch sie hindurchgehen. Und das passiert immer genau in dem Moment, in dem sie getriggert wird. Du hast zum Beispiel extreme Angst vor Einsamkeit, dann kannst du diese Angst nur im Moment der Einsamkeit auflösen. Natürlich kannst du dich auch über Einsamkeit belesen und da auch noch den einen oder anderen Bewusstseinssprung machen. Aber wenn die Muster richtig in uns arbeiten, diese Hormoncocktails ausgelöst werden durch diese unbewussten Muster in uns, dann können wir erstmal nichts dagegen tun, dann sind wir denen ausgeliefert. Dann können wir nur noch anfangen, damit zu arbeiten in dem Moment, in dem diese Angst getriggert wird. Wenn du beispielsweise es geliebt hast, auf Bäume zu klettern und irgendwann fällst du runter, ja, vom Baum, dann hast du auf einmal Angst darauf, auf den Baum hochzuklettern. Also solltest du durch deine Angst gehen und aktiv bewusst wieder auf diesen Baum klettern. In diesem Moment schaffst du es also, durch deine Angst zu gehen, sie zu überwinden, und deine Angst davor, auf einen Baum zu klettern, wird wieder wenig. Natürlich ist jetzt auch wichtig, dass du nicht erneut vom Baum fällst. Dann würdest du erneut vom Baum fallen bei diesem Versuch, dann würde sich die Angst wieder verstärken. Das ist ganz wichtig zu wissen. Genauso ist es eben auch mit den Ängsten, die uns vielleicht dazu bringen, in eine Freundschaft zu gehen, wie Verlustangst, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu werden. Und alles das, was uns anhänglich macht, was uns needy macht, was eine Freundschaft am Ende kontraproduktiv macht. Also du gehst durch die Freundschaft automatisch und den Kontakt, der entsteht, immer wieder in diese Ängste rein. Eben weil du dein Gegenüber gerade nicht auf diese Weise haben kannst, wie du es möchtest. So, was in uns eben ganz stark Verlust triggert oder Nichtverfügbarkeit triggert oder nicht gut genug sein triggert. Und genau wie bei einem Baum kannst du jetzt durch diese Angst, weil sie getriggert wird, eben hindurchgehen. Und lernen, in diesem Prozess diese Angst aufzulösen. Würdest du durch diese Angst gehen und du würdest eine extrem negative Erfahrung haben, weil du sie bewusst nicht veränderst, also du kletterst auf den Baum hoch und du fällst wieder runter, um das mal so zu vergleichen, dann würde sich deine Angst natürlich verstärken. Aber du hast die Möglichkeit, an dir zu arbeiten. Das heißt, du gehst in diese Freundschaft. Durch diese Freundschaft wird natürlich der Verlust zum Beispiel in dir getriggert und ausgelöst. Oder auch Angst vor Einsamkeit kann getriggert werden, weil wir bekommen nicht diese Nähe, diese Liebe zu diesen Menschen. Das ist erstmal nur eine Freundschaft. Das macht etwas in uns. Gehst du in diesen Kontakt rein und transformierst die dahinterliegenden Ängste, die jetzt wirklich deutlicher fühlbar sind durch den Kontakt, diesen erstmal negativen Kontakt, löst diese Ängste auf, indem du ein möglichst positives Erfahrungsbild, eine möglichst positive Erfahrung machst. Das heißt, du gehst auf den Baum wieder hoch und fällst nicht runter und lernst, durch die Angst durchzugehen, dass es nicht so schlimm ist. Überwindest auf diese Weise Ängste wie beispielsweise Verlustangst, Angst vor Einsamkeit, Angst nicht gut genug sein. Eben alles das, was eine Freundschaft uns indirekt spiegelt, weil es am Ende eben keine Beziehung ist. Gehst du durch diese Ängste durch und signalisierst deinem Unterbewusstsein beim Durchleben dieser Ängste durch die Freundschaft, die indirekt heißt, dass es erstmal nicht mehr ist, indirekt Verlust signalisiert, indirekt keine Beziehung, also Einsamkeit signalisiert, indirekt ich bin nicht gut genug für eine Beziehung signalisiert und so weiter, durch und lernst in diesen Ängsten, die sich dann in dir aufbauen, dich möglichst gut zu fühlen. Das ist ganz wichtig. Denn du darfst nicht vom Baum nochmal runterfallen. Es darf nicht nochmal ein negatives Erlebnis sein, das deine Angst verstärkt, sondern du machst ein möglichst positiv, emotional positives Erlebnis daraus. Also versuchst dich in der Angst, die dann getriggert wird, möglichst gut zu fühlen, dass dein Unterbewusstsein abspeichert, trotz Einsamkeit, trotz nicht gut genug sein, trotz Verlust, kann ich glücklich sein. So, dann legen sich neue neuronalen Bahnen. An dem Punkt ganz wichtig, wir lernen immer,
ich nenne es mal in Schritten. Also wir müssen erst, zum Beispiel, wenn ein Kind laufen lernt, dann macht das erst jeden einzelnen Schritt ganz bewusst. Und irgendwann läuft es, ohne drüber nachzudenken. Und genauso ist es auch in diesen Momenten der Angst, die in dir getriggert werden, gehst du erstmal ganz bewusst durch diese Freundschaft in diese Angst rein und lernst dann im nächsten Moment in dieser Angst ganz bewusst dich positiv und gut zu fühlen. Das ist aber, braucht sehr viel Achtsamkeit, Willenskraft, Hingabe. Du musst da wirklich richtig an dir arbeiten, ein möglichst positives Erfahren zu haben in dieser Negativerfahrung. Und das machst du immer wieder ganz bewusst, wiederholst es, bis dieser bewusste Prozess, wie beim Laufen, jeden Schritt einzeln machen als kleines Kind, und irgendwann läufst du, ohne drüber nachzudenken, bis du irgendwann glücklich bist in all diesen Ängsten, im Verlust, in der Einsamkeit, im nicht gut genug sein, einfach glücklich wieder bist, unbewusst, weil dieses Muster immer wieder repetitiv wiederholt wird, des Glücklichsein-Wollens in diesen Ängsten, bis eben dieser Moment des Glücklichseins, du musst ihn nicht mehr aktiv erzeugen, sondern er ist im Unterbewusstsein abgespeichert, wird einfach abgerufen. Wie beim Lernen einer Sprache, jedes Wort wird erst einzeln gelernt, immer ganz bewusst, gehst du immer wieder in diese Positiv-Emotion, während du in dieser Angst drinne bist, und irgendwann passiert das Ganze unbewusst. Irgendwann sprichst du die Sprache und denkst nicht mehr drüber nach, wie du das gerade machst. Das passiert einfach, es ist im Unterbewusstsein angekommen. Und genauso bist du dann in diesen Ängsten quasi ausgesetzt und dein Unterbewusstsein läuft neue neuronale Bahnen ab, die dann eben dieses Glücklichsein in der Angst ganz automatisch abrufen. Und das funktioniert, weil ich selbst so durchlaufen und durchlebt habe. Und das ist auch genau das, was ich den Menschen beibringe. Es funktioniert zu 100%, wenn man es wirklich umsetzt. Und das ist der Punkt, wo eine Freundschaft wirklich punkten kann, weil sie kann ein sehr starker Spiegel dafür sein. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einfach direkt in die Einsamkeit zu gehen, sich zu trennen, endgültig in den Verlust zu gehen. Aber wenn man eben eine Rückeroberung möchte und keine endgültige Trennung, wäre eben in diesem Fall die Freundschaft tatsächlich nochmal ein Weg, wo man parallel sehr gut mit transformieren kann. Und wenn man versteht, warum sehr viele bei Rückeroberung eine Freundschaft eingehen, das nicht funktioniert, weil sie eben das alles tun, um den Ex zurückzugewinnen, so, und nicht in dieses Mindset reinkommen. Ich liebe meine Ex, mein Ex, ich bin auch ohne ihn oder sie glücklich. Ich brauche die Freundschaft nicht, um ihn oder sie zurückzugewinnen, um irgendetwas zurückzugewinnen, weil ich bin schon in der Fülle mit mir selbst und nicht im Mangel, sprich Bindestrich Bewusstsein. Oder erarbeiten sich durch eine Freundschaft eben, wie ich es gerade erklärt habe, einen emotionalen Zustand, wo man eben in diesem Bewusstsein sein kann. Ich liebe meinen Ex-Partner, meine Ex-Partner, wir sind noch in einer Freundschaft, aber ich brauche ihn oder sie nicht mehr, weil ich diese Ängste nicht mehr in mir arbeiten, weil Liebe lässt frei, richtige Liebe braucht es nicht, die lässt frei und die kann auch frei lassen und die kann das auch genießen, frei zu lassen. So, das ist etwas, das muss man erstmal erfahren und durchleben. Also so viel erstmal grundsätzlich dazu, dass wie eine Freundschaft tatsächlich einen guten Input in einer Rückeroberung abbilden kann. Ansonsten, wenn du wirklich mehr Input von mir brauchst, mach den Test aus der Videobeschreibung, füll den Fragebogen aus, schick ihn mir zu und erhalte in der Folge ein komplettes 1:1 Coaching mit mir persönlich, in dem ich nochmal genauer auf deine Situation eingehen kann. Und dann kommen wir auch nochmal zu einem ganz wichtigen abschließenden Punkt, der mir gerade einfällt, ganz wichtig. Freundschaft ja oder nein, ganz wichtig, es ist am Ende immer sehr individuell. Ich habe ja gerade so ein bisschen benannt, was wichtig ist bei ganz vielen, die eben Freundschaften aus diesen Ängsten eingehen, was für Mindset dann wichtig ist. Aber noch besser ist es immer, sich nochmal eine individuelle Meinung dazu einzuholen. Ich kann in einem Video auf jeden Fall immer Inputs geben, so aus meiner Auffassung und auch aus meiner Erfahrung, langjährigen Erfahrung heraus. Aber wenn ich mir deine Situation 1:1 anschaue, kann ich dir nochmal viel mehr sagen, ob es Sinn macht oder nicht. In den meisten Fällen, zum Beispiel, wenn der Ex richtig toxisch ist, ja, und du co-abhängig bist, ist es zum Beispiel ein sehr großes Problem, da mit einer Freundschaft zu arbeiten. Kann man auch machen, habe ich persönlich sogar gemacht. Und es hat mir extrem geholfen, in diesem Prozess diese ganzen Ängste rauszuspülen, loszuwerden und aufzulösen. Es hat wirklich richtig gut funktioniert. Aber das ist nicht für jeden. Ich bin auch Coach, deswegen gehe ich bewusst in diese transformativen Prozesse rein. Und zwar jeden einzelnen Tag.
Aber das kann ich eben nicht vom Kunden erwarten. Also ich kann nicht erwarten, dass ihr genauso gestrickt seid, wie ich es bin. Auch ganz wichtig, geh immer nach deinem Empfinden. Fühlst du dich überhaupt bereit, das zu machen oder wäre das erstmal zu viel? Immer mit der Intuition arbeiten ist noch viel wichtiger. Immer aufs Herz hören, auf die Intuition, was dieser Punkt hier sagt. Ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt auch Situationen, dass es für die Rückeroberung besser ist, es nicht über eine Freundschaft zu machen. Das gibt es auch und das kommt auch noch oben dazu. Also einfach, weil die Situation hergibt, hey, ohne Freundschaft hättest du hier einfach bessere Chancen. Aber ansonsten, wenn man es wirklich so umsetzt, wie ich es vorher mitgegeben habe, ist eine Freundschaft tatsächlich ein sehr gutes Mittel für echte Persönlichkeitsentwicklung und innere Kindheilung. Also wer Persönlichkeitsentwicklung von innerer Kindheilung trennt, der hat ganz wichtige psychologische Grundkenntnisse einfach nicht beachtet. Oder blockiert, was die Wissenschaft mittlerweile schon weiß und auch an Universitäten lehrt. Dann kann eine Freundschaft in jedem Fall sehr wirkungsvoll sein für dein eigenes persönliches Befinden, deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, aber auch nochmal ein Zusatzpunkt sein, der die Chancen, immer wichtig, die Chancen erhöht, dass eine Rückeroberung vielleicht doch nochmal besser klappen könnte. Genau, in diesem Sinne, lass mir auch gerne ein Abo da, ein Like, da kannst du auch gerne etwas in den Kommentarfeld schreiben, wenn da Unklarheiten sind und Fragen sind und dann bis zum nächsten Video.